Es geht hier in dem Vortrag oder in der Session geht es tatsächlich wirklich nur um Docker für Devs. Nicht was Docker soll oder was es macht, sondern wie man das im täglichen Entwickleralltag sozusagen einsetzt. Bis letztes Jahr haben wir noch durchaus VMs eingesetzt. Die haben kleine Nachteile. Erstens, man muss manchmal mittags schon mit dem Backup anfangen, damit Feierabend fertig ist. Zweitens, die Platte wird relativ schnell voll. Und drittens, wenn wir spezifische Konfigurationen, also Kombinationen, PHP-Versionen, welcher Server, Nginx oder Apache oder welche Datenbank benutzt werden soll, ist das natürlich, wenn man als Standard-Image zum Beispiel ein Ubuntu 16.04 hat, das kann man irgendwie anpassen, aber halt nur irgendwie. So, der Sinn des Ganzen ist eigentlich, dass ich eine relativ einfach zu konfigurierende Datei habe, in der ich auch während eines Projektes noch sagen kann, nee, wir nehmen doch keine MariaDB, wir nehmen lieber ein 5.7er MySQL oder ich stelle das PHP um und das Ganze nach Möglichkeit, ohne eine komplette VM wieder neu zu bauen. Und wie gesagt, mein Ansatz ist jetzt, dass ich das versuche, hier direkt mal an der Praxis zu zeigen. Und zwar gibt es, ich habe mich also im Web durchgeguckt, was es da schon gibt, da wir sehr viel Typo 3 entwickeln, habe ich mich halt doch da mal umgeguckt. Es gibt verschiedene Images, die schon vorgefertigt sind. Ich bin dann mehr oder weniger bei den Web-DevOps hängen geblieben, die eine sehr gute Vorkonfiguration haben. Und die haben ein sogenanntes Docker-File. In dem Docker-File selber sind verschiedenste Betriebssysteme, also von CentOS über Ubuntu, über Debian und so weiter und so fort schon drin. Jeweils in verschiedensten Kombinationen. Von Nginx, Apache und PHP-Versionen, je nach Auswahl. Und das ist sozusagen unser Basis-Image. Der Vorteil von diesem Basis-Image ist, dass dort Typo 3-spezifische Dinge wie Graphics Magic oder sowas schon mit dabei sind. Das heißt, man kann, der Sinn von Docker ist, wir hatten das schon mal gehört, für jeden Dienst einen eigenen Container. Kann man machen, aber ist manchmal recht anstrengend, wenn man dann noch Git, Composer und ähnliche Sachen oder eine Bash drin braucht, dann ist ein Basis-Image eigentlich schon mal ganz gut. Also hier das Docker-File ist also sozusagen die Grundlage. Dann gibt es noch das PHP-Docker-Boilerplate, das kann man für Symfony benutzen. Und das, worauf ich jetzt eingehen werde, ist das Typo3-Docker-Boilerplate. Das ist hier auf der Webseite Dinge bedingt zu finden, sondern Dinge findet man dann hier bei den Web DevOps auf GitHub. Wird auch regelmäßig sozusagen gepflegt. Kann man sich sozusagen runterziehen. Ich persönlich arbeite, also das Docker Boilerplate ist eher für Linux gedacht. Funktioniert auch wunderbar auf macOS. Windows 10 habe ich noch nicht getestet, aber soweit ich weiß, ist Docker für Windows zwischenzeitlich auch ein bisschen erwachsen geworden. Das zieht man sich runter, beziehungsweise habe ich mir von diesem Projekt noch einen Fork angelegt. Der ist dann sozusagen bei mir zu finden. Der Master ist im Upstream sozusagen an das von WebDevOps gekoppelt. Und für diejenigen, die auf dem Mac entwickeln, ist dann nicht der Master, sondern der Branch Docker for Mac. Interessant. Da ist ich gerade dort, wir haben also im Sommer mit Docker angefangen und seitdem hat sich gerade bei Docker for Mac sehr, sehr viel getan. Also gerade was Geschwindigkeit und so angeht, ist zwischenzeitlich ungefähr ums Fünffache schneller. Und hier sind aber auch nur relativ wenige Sachen angepasst, auf die würde ich dann später nochmal eingehen. Wer von euch hat schon mal mit Docker gearbeitet? Okay. Für das, was ich jetzt hier zeige, braucht man im Fall der Fälle einen aktuellen Docker, das ist also die 17.12.49, die ist vor einer Woche rausgekommen. Und zwar gibt es da eine Neuerung, die es das Einbinden von Xdebug außerordentlich erleichtert. Die haben da noch einen kleinen DNS-Service mit eingebaut, das heißt, bis dato war es notwendig,
dass ich die IP-Adresse meines Macs kenne und die auch in der etc.haus eintrage. Sonst ist Xdebug nicht ans Laufen zu kriegen. Mit der Variante schreibe ich dann direkt die von Docker vorgegebene Adresse rein und kann im Notfall sogar ohne jedes Internet Xdebug auf dem Laptop machen. Also im Zug, im Garten, wo auch immer. So, der Docker ist eigentlich auf Standardkonfiguration. Dann würde ich mal darauf eingehen, wie... Genau, wie die einzelnen Ordner in dem Projekt sozusagen angelegt sind. Mehrere Docker in einem Ordner. Und zwar haben wir hier eine Ordnerstruktur, die auch ein bisschen von dem abweicht, was dort vorgegeben ist. Die Hauptdateien sind da unten die Docker-Compose-Dateien. Im Standardzustand gibt es keine docker-compose.yaml. Das müsst ihr euch sozusagen vorher auswählen, ob ihr Development- oder Production-Umgebung haben wollt oder in der Cloud-Umgebung arbeiten wollt. Bei uns nehmen wir in der Hauptsache Development und Production. Das File kann man kopieren und wieder einsetzen oder ich mache es meistens mit dem Symlink auf die Datei Docker Compose Development, wird dann auf die Docker Compose YAML. Die anderen Ordner im App-Ordner, den wir hier oben haben, das ist unser eigentliches Web. Die meisten von euch müssten die Struktur kennen. Composer-basiertes Typo 3-Installation. Damit ich irgendwie schneller hinkomme, ist der Bin-Ordner bei mir noch aus dem Blender-Ordner 1 hochgezogen. Der nächste Ordner ist AppDB. Den habe ich in dem Projekt speziell mit drin. Bei dem Docker Boilerplate wird die Datenbank in einem nicht persistenten Container gespeichert. Das heißt, wenn ich meine Docker-Images und Volumes verliere, oder wie jetzt bei den schnellen Updates mal komplett löschen muss, ist meine Datenbank auch weg. Ist ein ziemlich schlechter Zustand. Das heißt, alles, was man irgendwie behalten möchte, sollte man auf der eigenen Festplatte haben. Die AppDB ist nichts weiter als der varlib-mysql-Ordner nochmal auf die eigene Platte. Hat auch den großen Vorteil, wenn man Projekte zum Beispiel innerhalb der Firma weitergibt, man zippt den ganzen Ordner, der andere Entwickler macht den Ordner auf, sagt Docker Compose Start und alles läuft wieder. War auf dem aktuellen Stand. Der Backup-Ordner ist genau das, wofür er da ist. Für den Fall, dass man halt diesen AppDB-Ordner nicht hat, kann man vorher auch noch ein Backup von der Datenbank machen. Macht dann auch Sinn. Beziehungsweise kann man sich dort auch Backups in verschiedenen Stadien reinspielen. Der Binary-Ordner, das sind Dateien, die direkt ausgeführt werden können. Interessant ist halt die Backup-Datei, die kann MySQL und Solr backuppen und wiederherstellen. Die MySQL-Repair ist eine, die ich dazugefügt habe, und zwar aus folgendem Grund: Wenn man während des Projektes von MariaDB auf MySQL wieder zurückwechselt, haben das die Datenbanken manchmal nicht sehr gerne. Das heißt, der ist eigentlich nur dazu da, die Datenbank nach so einem Wechsel mal wieder auf Vordermann zu bringen. Create Project habe ich drinnen gelassen. Damit kann man mit wenigen Schritten ein Symfony, ein GitHub-Projekt oder ein Typo3-Projekt aufsetzen. Aber bei Typo3 ist es halt wirklich nur Composer Install aktuelles Typo3-Projekt. Was soweit ich weiß, glaube ich, bei der 9er so wie. Die drei letzten Dateien sind vorsichtig ausgedrückt aktuelle Versuche von mir, ein Typo 3 vollautomatisch auf Knopfdruck zu installieren. Das Problem ist, dass Typo 3.8
und auch die DevMaster, also die Neuner, zurzeit das Install-Tool und auch die Typo 3-Konsole. Also würde ich nur beim Installieren es machen. Das heißt, da ist ab und zu mal Handarbeit angesagt in der Local Configuration, geht aber. Haben wir. Den Docker-Ordner, hier sind verschiedene Einstellungen und verschiedene Versionen für die einzelnen Komponenten. Hier seht ihr also auch schon, was drin ist. Elasticsearch, Memcached, MySQL, Postgres, Redis. Das Storage wird zwischenzeitlich nicht mehr benutzt. Es sind verschiedene Konfigurationen drin, muss man sich eigentlich nicht weiter drum scheren. Seite man braucht eine spezielle Solar-Konfiguration. Die Dokumentation ist dieselbe, die auch im GitHub steht. Ist relativ umfangreich, wenn man weiß, wo was zu finden ist. Im etc. sind nochmal spezielle Environment-Files für die verschiedenen Umgebungen drin. Das heißt, dort wird zum Beispiel die Typo3Env auf Production oder Development gesetzt und auch nur im Development ist beispielsweise Xdebug eingeschaltet. Es gibt auch die Möglichkeit, wer statt Xdebug lieber Blackfire benutzt, dort auch die Blackfire-Konfiguration mit einzubinden. Zum Makefile komme ich dann noch. Normalerweise ist auch dieser Docker über die Docker-Compose-Befehle oder Docker-Befehle direkt auf der Konsole sehr gut zu bedienen. Für manche Dinge, zum Beispiel um den neu zu bauen, müsste man dann halt 5 verschiedene Eingaben machen. Dafür gibt es dann halt in der Makefile zum Beispiel zusammengefasst Make Rebuild. Damit kriege ich ihn sehr schnell wieder neu gebaut. Zum Dockerfile selber. In der Standardkonfiguration kann man das ganz normal laufen lassen. Das ist zurzeit noch die Docker Compose Version 2.0. Die reicht für lokale Entwicklungszwecke völlig aus. Aktuell ist die 3er. Was da hinzugekommen ist in der 3er-Version, sind Möglichkeiten für Docker Swarm. Aber dass man halt sein Typo 3 auf 10 Containern als Entwickler laufen lässt, ist eher unwahrscheinlich. Hier werden das zweite Wort da oben ist Services. Hier kann ich angeben sozusagen, was möchte ich laufen haben und in welcher Form. Das erste ist der Build, das ist sozusagen mein Basis-Image. Da kann ich in der Datei, in der Dockerfile Development noch auswählen, was ich haben möchte. Würde ich eventuell jetzt auch mal übergehen. Das sind die Versionen, die ich vorhin schon angesprochen habe. Ihr seht das also relativ vielfältig. Von PHP 5.3 bis PHP 7 ist das sozusagen alles vertreten. PHP Version 7.1 und 7.2 gibt es momentan noch keine wirklich stabilen Distributionen. Das ist, ich glaube, die 17.10er von Ubuntu hatten 7.1er drin. Da müsste man halt warten, bis LTS kommt oder das Ganze nochmal umfunktionieren. Ist auch nicht allzu schwierig. Und ich kann dann halt auch noch auswählen, ob ich ein Apache dazu haben will, ein Nginx dazu haben will. Und das Ganze trage ich dann hier unten ein. Das ist also ein Standard Ubuntu LTS. Dann gibt es in dem Dockerfile noch ein kleines Problem. Angeblich sind da Passwörter gesetzt für Root und für den Dev-Benutzer. Die sind nicht gesetzt. Ich habe auch die Stelle nicht gefunden, wo das da irgendwie auf dem GitHub zu fixen wäre. Deswegen setze ich hier nochmal mit ganz normalen Root-Befehlen die Passwörter für Root und Dev. Das ist insofern wichtig, wenn ihr mit externen GitHub oder sonstigen Repositories arbeitet, die nicht öffentlich zugänglich sind, habt ihr da meistens einen SSH-Key hinterlegt. Den in das Dockerfile einzuspielen, ist ein bisschen anstrengend. Deswegen ist es einfacher, sich über SSH in den Docker reinzuloggen. Forward Keys yes. Und ich habe meine
aktuellen Keys sozusagen auch im Dockerfile zur Verfügung und kann dort zum Beispiel mit Composer Install auch geschützte Repositories lohnen in meinem Projekt. Deswegen ist das hier mit drin. Und der letzte Eintrag ist WorkDir App, hatte ich schon gesagt, da kommt im Endeffekt dann unser Projekt hin. Ja? Da spricht dagegen, dass in vielen neueren Composer-Files die PHP-Version drin steht. Und ich weiß nicht, was auf Mac gerade die aktuelle PHP-Version ist. Mit Sicherheit ist es zu alt. Deswegen. Geht auch mit Bru, aber manche Konfigurationen, gerade auch MongoDB und sowas, brauchen spezielle Module. Deswegen, es geht auf dem lokalen, auf dem Host, aber manchmal geht es halt auch nicht. So, das war das Dockerfile. Dann kommen dort die Links. Die Container müssen natürlich untereinander verlinkt sein. Das heißt, die müssen voneinander wissen. Und zwar in dem Fall, das ist das eine einfache Konfiguration, habe ich hier nur die Datenbank, in dem Fall MySQL und das Mail. Also zum Testen, E-Mail-Funktionen, wenn man Shop oder Formulare hat, kommt das da rein. Dann gibt es da weiter unten die sogenannten Ports. Wir hatten auf Arbeit, ich hatte das Glück, irgendwie einen relativ frischen Mac zu haben, auf dem kein Apache und MySQL lokal läuft. Das sind vom Prinzip her die Ports, die im Container gelten, sind also die Standard-Ports 80.4.3.3 und die kann ich mit dieser Port-Konfiguration direkt auf meinen Host, also auf mein Notebook, umleiten und kann dort dann drauf zugreifen. In dem Fall ist das da oben erstmal bloß der Apache und SSH. Dann gibt es dort die Volumes. Das eine ist der App-Ordner, das heißt, wenn ich lokal etwas bearbeite, wird das sofort in den Docker übertragen. Wer mit Vagrant und sowas gearbeitet hat, kennt so vielleicht die Konfigurationsprobleme mit NFS oder mit sonstigem Zeug, was nie richtig funktioniert hat. Bisher hatte ich damit noch keine Probleme. Der Docker for Mac ist ein klein wenig speziell. Er kann also nicht wie Linux direkt auf die IP-Adresse oder sonstiges zugreifen, wie unter Linux direkt, sondern der hat da ein paar Zwischenmechanismen drin. Und deswegen gibt es, glaube ich, seit Herbst die Möglichkeit, das Verzeichnis cached zu machen. Beschleunigt ungefähr die Ausführung vom Typo 3 ums Fünffache. Also geht dann auch unter einer Sekunde Ladezeiten auf der Webseite. Wie ich auch festgestellt habe, dieser Cache-Befehl lässt, wenn er drinne steht, läuft auch unter Linux, macht dann aber halt nichts, wird einfach nur ignoriert. Und cached heißt, die Dateien, die ich in meinem PHP Storm lokal bearbeite, werden sofort, danke, werden sofort an den Host übertragen. Gut, dann die anderen Einstellungen sind noch für PHP, also Environments, welche Umgebungsvariablen habe ich und so weiter und so fort. Ist normalerweise, braucht man da nicht viel dran zu ändern. So, dann habe ich, brauchen wir für Typo 3 MySQL mit drin. In dem Fall Standard 5.6, was bei vielen Hostern noch so gerade üblich ist. Den Port habe ich hier auf, um also Konflikte mit lokalen Datenbanken zu vermeiden, halt eine 1 davor gesetzt. Und das hat zum Beispiel den Vorteil, ich kann lokal, auf dem Mac gibt es das SQL Pro, der ein oder andere kennt es vielleicht, ich kann einfach mit jedem beliebigen Datenbanktool, was ich in meiner Entwicklungsumgebung habe, auf die Datenbank zugreifen, zum Beispiel auch direkt aus PHP Storm. Muss ich also nicht in den Container reinhucken und irgendwie gucken, dass ich da rankomme, sondern einfach den Port merken und fertig. Bei dem Volume steht hier nicht cached dran, sondern delegated, das heißt, der Docker-Container ist sozusagen der Master. Das heißt, wenn sich dort in der Datenbank was ändert, ändert sich das sofort und wird um Millisekunden verzögert auf den Host zurückgeschrieben. Das ist genau das umgekehrte Verhalten von den App-Dateien. Das heißt, der Master ist sozusagen der Container, weil sich dort das meiste dran ändert. Aber ich habe nach wenigen Millisekunden auch denselben Stand nochmal lokal. Das heißt, wenn meine Kiste abschmiert, irgendwas neu machen muss, habe ich es gesichert. Dann sind hier weiter unten noch die verschiedenen Einstellungen für die weiteren Services, auf die ich jetzt aber erstmal nicht mehr eingehe. Was hier noch freigeschalten ist, ist der Mailhawk.
Der sorgt vom Prinzip her dafür, dass ihr direkt im Typo 3 Formulare testen könnt, Shops testen könnt, etc. Die werden dann direkt in der Webseite angezeigt. Und zwar als Text und als HTML ist für viele Fälle, wenn man mit Mails arbeiten muss, recht hilfreich, statt sich das irgendwo auf eine Gmail-Adresse oder sonst was schicken zu lassen. Und aus historischen Gründen habe ich hier noch ein PMI-Admin mit drin. Falls man kein SQL Pro hat, kann man damit halt reinkommen. Gibt es zu der Docker Compose-Datei erstmal noch Fragen? Hat es ja jetzt unterschieden bei, für Docker vor Mac und das andere Repository? Wenn ich jetzt als Entwickler arbeite, habe das Docker erstellt und gebe das jetzt einem Kollegen, der hat einen Mac, kann der das trotzdem den Docker ohne weiteres starten? Der kann das ohne weiteres starten. Die speziellen Befehle sind eigentlich hier nur dieses Cached und Delegated. Es läuft halt ein bisschen langsamer. Also wenn du jetzt auf Docker vor Windows oder unter Linux einen Docker nimmst, ohne das Cached und Delegated, kannst du das jederzeit auf jedem anderen Docker laufen lassen. Aber es läuft halt auf dem Docker vom Mac ein bisschen langsamer. Macht aber auch nichts, wenn im Linux dieses Cached und Delegated drin steht. Der ignoriert es einfach und es läuft dann halt auf allen Plattformen gleichmäßig. Direkt in der Ansicht kann man, das ist jetzt hier mit example.org, die ist, kennen die einen oder anderen von euch, man kann das ganze Projekt unter Localhost laufen lassen. Das Problem ist, also was ich auch schon mit Typo 3 oder anderen Sachen hatte, wenn keine gültige TLD, also wie hier .org dran steht, funktioniert teilweise der Swift-Meter nicht ordentlich. Beziehungsweise auch die neue Bibliothek Gazelle zeigt auch gelegentlich. Es läuft unter Localhost. Wenn man Probleme mit irgendwelchen Weiterleitungen oder sonst irgendwas hat, sollte man sich in seine etc. Hosts auf die 127.0.0.1, also auf dieselbe wie Localhost, noch eine gültige TLD eintragen. Die example.org hat den Vorteil, sie ist tatsächlich im Internet nicht vergeben. Funktioniert doch alles gut damit. Die Geschwindigkeit von Typo 3 im Docker ist, also finde ich habe vorher auch relativ viel lokal entwickelt oder auch in VMs, unterscheidet sich zwischenzeitlich nicht mehr von irgendwelchen anderen Lösungen. Das war bis Sommer letzten Jahres war das noch so, ist aber so im letzten halben Jahr haben sie die Probleme sozusagen gefixt. Das heißt, bei Docker lohnt sich tatsächlich, möglichst immer auf der aktuellen Version zu bleiben. Die kommt so alle ein, zwei Monate, kommt eine neue raus. Und bisher haben wir noch keine Schwierigkeiten gehabt, dass die irgendwelchen Bullshit eingebaut haben. Also meistens irgendein nettes neues Feature eingebaut, aber halt nichts, was sozusagen richtig Stress macht. So, zum Docker starten. Ihr geht in das Verzeichnis rein, wo die Docker Compose YAML liegt. Also so aus. Die kann man mit Standardbefehlen starten, also Docker Compose Start oder Docker Compose Abd, um das Ding einmal zu initiieren. Es gibt aber hier, wie ich schon sagte, eine Make-File, die links seht, verschiedene Befehle hat, die also bestimmte Kommandozeilen eingaben, wo man sonst fünf verschiedene Dinge hintereinander eingeben müsste, schon vorkonfiguriert haben. Funktioniert mit dem Standard-Docker halt nicht. Wenn ihr also irgendwo anders einen Docker her habt und kein Make-File dabei ist, geht Make-Start oder Make-Up natürlich nicht. Aber hierfür, fürs schnelle Arbeiten, ist das dann halt doch recht einfach. Der Docker läuft jetzt bei mir, Typo 3 lief ja gerade, um zu zeigen, wie schnell sowas angeht und ausgeht.
Habe ich mal. Das sind also drei verschiedene Container, also statt einer VM sind es halt drei Container mit den Dingen, die ich brauche drin. Und starten geht fast genauso schnell. Quatsch, ist er wieder da. Wer schon mal eine VM gestartet hat, weiß, dass das deutlich schneller ist hier. Sorry, Kabel rausgerutscht. Mehr als die beiden Befehle Make Stop, Make Start, braucht man eigentlich nicht. Wenn ihr den Docker das erste Mal startet, ich wusste nicht, wie hier die Internetverbindung ist, deswegen habe ich meinen schon gebaut, muss man ein einziges Mal, wenn man ein Projekt bekommt, ein Make Up machen. Dann holt sich vom Prinzip her der Docker die verschiedenen Images aus dem Internet und baut daraus seine Container. Wenn aber beispielsweise, ihr habt 10 Projekte, 5 davon laufen mit einer MySQL 5.6 Datenbank, dann holt er sich dieses Image für das MySQL 5.6 nur einmal, nicht fünfmal. Was die Sache natürlich, was Festplatten, Backups und sowas angeht, deutlich erleichtert. Alles, was in den Containern geschrieben wird, sollte außerhalb sein. In unserem Fall ist das halt der App-Ordner für das PHP und der App-DB-Ordner für die Datenbank. Im Container, wenn ihr selber Docker baut, bitte nichts im Container speichern, was ihr irgendwann mal wieder brauchen könntet. Sonst gibt es Stress. So, wenn ich jetzt solche Docker habe, und vor allem, wenn ich mit mehreren Projekten arbeite, ist es manchmal ein bisschen schwierig zu gucken, welchen Docker habe ich jetzt wie genannt, wo finde ich den, läuft der noch, macht einer Stress oder sonst irgendwas. Es gibt von Docker selber, also in der Software Docker, kann man da eigentlich nur mit der Konsole arbeiten. Ich kann also jetzt hier gucken, welche Container gerade laufen und, was wichtig ist, auf welchem Port. Dann kriege ich hier diese Anzeige. Vorne sind die Namen der Container. Dann steht dahinter, seit wann die sozusagen laufen. Und da hinten stehen die Namen und hier in der Mitte, wichtiger Punkt, die Ports. Kann zum Beispiel sein, den Fall haben wir auch öfter, dass ich zum Beispiel ein neues Projekt baue. Und der Kunde hat noch eine schlanke Datenbank von 3-4 GB, aus der bestimmte Dinge noch migriert werden müssen. Dann ist es zum Beispiel sinnvoll, sich einen zweiten Docker zu bauen, der nur die Datenbank startet, der dann aber halt nicht auf dem Port 13306, sondern auf dem Port 23306 läuft. Das ist manchmal ganz hilfreich, aber manche Leute mögen die Konsole nicht so sehr. Deswegen gibt es auch ein paar nette Tools. Docker hat ein eigenes Tool, was relativ übersichtlich ist, aber dennoch recht hilfreich. Nennt sich Kitematic, ist auch auf GitHub zu finden. Startet natürlich nicht. Und sieht so aus. Hier seht ihr auf der linken Seite die Container, die es auf dem Rechner hier gerade gibt. Das sind noch relativ wenige, weil ich meinen Rechner gestern neu installiert habe. Aber hier sieht man zum Beispiel auch sehr schön schnell, welche Container laufen. Das eine ist der Portainer, zu dem komme ich dann gleich noch. Der läuft bei mir eigentlich immer. Und das andere sind meine Container, die ich gerade gestartet habe. Auf der Konsole kann ich mir auch die Logs der einzelnen Container angucken, also Apache, MySQL oder sonst irgendwas. Die laufen da auch mit Docker Compose Logs. Ich kann das aber genauso gut auch hier drinnen machen. Hier sehe ich dann sozusagen, sobald ich irgendetwas zugreife oder sowas, sind die Logs hier drinnen und ich kann sehen, wenn was schief geht, warum es schief gegangen ist. Auf der rechten Seite seht ihr ein Vorschaubild. Das ist also schon die Webseite, der geht direkt sozusagen auf den Service und versucht zu gucken, was kann ich da anzeigen. Darunter sind noch die Volumes.
Und wer ein wenig mehr Informationen braucht, findet hier unter Settings eigentlich noch so ziemlich alles, Ports und so weiter und so fort. Ich kann die Namen der Container ändern. Die Ports kann ich hier auch nochmal ändern, sobald sie laufen. Ja. Ist recht hilfreich, allerdings aufgrund dessen, dass hier auf der linken Seite die Container nicht irgendwie gruppierbar sind oder ordnenbar sind, bei einer großen Menge von Docker-Containern nicht so dolle hilfreich. Deswegen ist mir vor kurzem noch ein weiteres Tool sozusagen in die Finger gefallen. Das ist der sogenannte Portainer. Den gibt es auch als Portainer Compose. Das heißt, ich kann den über eine Composer-Datei, wie ich es dir vorhin gerade gezeigt habe, also Docker-Compose-Datei starten. Der zeigt mir hier sämtliche laufenden oder gestoppten Container an. Ich kann die sortieren, filtern nach sind gestartet, sind nicht gestartet. Also wer größere Mengen an Docker-Containern hat, kommt hier wesentlich besser klar, finde ich zumindest. Die IP-Adressen stehen hier mit drin, die 172. Nachteil am Docker for Mac ist, im Gegensatz zum Linux-Docker, die haben das Netzwerk so gut abgesichert, dass ich von meinem Notebook aus diese IP-Adressen nicht ansprechen kann. Wichtig sind die manchmal, wenn man Dienste über REST oder ähnliches zwischen Docker-Containern verknüpfen will. Von Docker zu Docker kann man darüber kommunizieren. Von Notebook zu Docker-Container nicht. So, was bei den Kommandozeilen-Tools und auch beim Kitematic vollständig fehlt, ist eine Übersicht der Images, die er sich gerade gezogen hat. Ich habe gesagt, da zieht sich also für jeden Container, den er haben will, für jeden Dienst ein eigenes Image. Gerade in der Anfangszeit, wenn man viel mit Docker experimentiert, kann die Zahl dieser Images, die zum großen Teil dann gar nicht mehr benutzt werden, enorm sein. Also viele sagen ja, okay, so ein Docker-Container ist schön klein, viel kleiner als eine VM. Man sollte aber beachten, es gibt eine einzige Datei auf dem Notebook oder also auf Windows oder auf Mac. Die ist an sich die Docker-VM und dort wird alles drin gespeichert. Die ist im Schnitt ja, bei normaler Arbeit etwas unter 10 GB. Bei neueren Docker-Versionen wird die dann, wenn man hier die Images dann mal löscht, auch wieder kleiner. Und ich sagte ja, eigentlich sollte man die Container nicht mit Volumes bestücken, die nicht auf der eigenen Festplatte liegen, aber es gibt diese Volumes noch. Und hier sieht man dann auch, je nachdem, was man gerade gestartet hat, ob Volumes noch benutzt werden. Das heißt also, wenn kein Container da ist, der ein bestimmtes Volume, also eine Art Festplatte, benutzt, kann das dann auch weg. Ja, ich finde das Tool relativ einfach zu bedienen und es hat den Vorteil, es funktioniert für euren lokalen Docker. Wenn ihr aber in der Firma zum Beispiel einen Server noch stehen habt, wo auch Docker drauf läuft oder das Ganze bei AWS oder Azure am Laufen habt, könnt ihr auch die IP-Adresse von dem externen Server angeben. Er zeigt euch auch von dem externen Server direkt an, was läuft, was kaputt ist, wann es neu gestartet wurde, wie viele Images ich gerade da habe, so weiter und so fort. Ist also ein ganz nettes Tool. Arbeitet jemand von euch mit PHP Storm? Gut. PHP Storm hat in den 2017er Versionen, in der 1, 2, 3, wir sind momentan bei der 2, bei der 3, sehr viele neue Funktionen eingebaut, die für Docker relevant sind. Das heißt, ich kann mir zwischenzeitlich auch die PHP-Version, die Originale, aus dem Docker direkt rausziehen. Das heißt, ich kann das Debugging etc. direkt mit dem PHP machen, was ich habe. Was ich also auch tatsächlich verwende. Und das kann von Projekt, also von Docker zu Docker-Projekt auch unterschiedlich sein. Ich kann das X-Debug direkt darüber benutzen und ich würde euch jetzt einfach mal die Einstellungen zeigen, die man hier machen kann. Es gibt auch sowas, das Kitematic, was ich vorhin gezeigt habe, was zeigt, was gerade läuft und welche Logfiles es gibt.
irgendwo mit dabei. Gut. Unter Languages Frameworks PHP seht ihr jetzt da oben das 16.04er. Ubuntu hat ja einen 7er mit dabei. Und dort ist interessant, der CLI, also Command Line Interpreter zum Testen etc., ist tatsächlich der, der direkt in dem Ubuntu Docker-File drin liegt. Das heißt, dass ich müsste theoretisch praktisch auf meiner eigenen Maschine kein PHP mehr am Laufen haben. Das Ganze geht auch relativ einfach einzustellen. Wer diesen Punkt da oben rechts, den Docker Composer, der ist hier nicht ganz ausgeschrieben, den Punkt in seinem PHP-Storm nicht findet, sollte mal das Update anwerfen. Ist glaube ich erst mit der 17.3 mit reingekommen. Dann wähle ich mir hier die zu meinem Container gehörige Docker Compose-YAML-Datei aus und im Fall der Fälle noch den Dienst. Das sind also auch die Services, die wir vor uns in der Docker Compose YAML gesehen haben. Die können nochmal anders heißen, je nach Projekt. Wähle mir den Dienst aus, der mit dem PHP arbeitet. Und den Rest macht PHP Storm dann vom Prinzip her. Theoretisch alleine. Aha. Profi-Effekt, aber normalerweise zieht er sich dann die Version raus. Damit hätte ich dann vom Prinzip her meine PHP-Version. Hier könnte ich dann noch gucken, welche Extensions, also die Extensions, die nicht installiert sind in meinem Ubuntu, kann ich abschalten oder auch automatisch abschalten lassen. Damit kann ich erstmal normal programmieren. Wer viel in der Backend-Programmierung unterwegs ist, wird sicherlich auch mit Xdebug arbeiten wollen. Das ist in den Anfangszeiten auch etwas schwierig gewesen mit Xdebug. Echt? Ich habe noch 3 Minuten. Ups. Für Xdebug sollte ich hier noch einen Server konfigurieren, das ist auch generell in PHP Storm so. Das heißt, ich muss dem sagen, wo sozusagen lokal meine Dateien liegen. Und für Typo 3 und die Index-PHP, das sind Symlinks ins Vendor-Verzeichnis. Zumindest bei Composer-basierten. Also wenn da irgendwo Symlinks drin sind, sollte man dem noch sagen, wo die Originale sind. Ja. Macht's leider. Also die arbeiten dran, aber wir haben keine Windows-Maschinen, also gut, außer in der Verwaltung. Deswegen konnte ich das auch noch nie testen. Also, ja, Symlinks unter Windows sind natürlich ein Problem. Aber wenn man Symlinks drin hat, ist eigentlich eher das, weil darüber stolpern viele, dass das Xdebug schlicht und ergreifend nicht funktioniert, wenn ich das hier nicht sauber eingetragen habe. Läuft noch, dann haben wir da oben ja, Xdebug eingeschalten. Ja. Also Xdebug funktioniert dann relativ anstandslos und man kann sich eigentlich durch alles durchdebuggen.
Der Trick beim X-Debug, falls da jemand selber sozusagen noch was dran machen möchte. In den PHP-Einstellungen zu finden. Die sind also auch ein bisschen anders als im Original-Typo 3 Docker Boilerplate. Der Trick für den Mac ist seit kurzem, also seit der letzten Version, es gibt eine Adresse, die sozusagen über einen internen DNS-Service die IP von dem Container an den Mac weiterleitet. Die kann ich hier eintragen. Vorher musste ich hier immer die IP des Rechners, also meine WLAN-IP oder die aktuelle IP eintragen. Das ist ein bisschen stressig, wenn man den Rechner an verschiedenen Stellen benutzt oder zum Beispiel mal im Zug oder sowas. Deswegen sind hier also die Einstellungen drin, wo man sozusagen noch dran rumschrauben kann, wenn X-Debug nicht läuft. Das war ja kurze Einführung in Docker for Mac. Gibt es noch Fragen? Das habe ich, warte. An der Stelle hier. Also in der Docker Compose YAML unter MySQL. Da steht im Original, geht das auf Storage. Nachdem mir die ersten zwei Datenbanken weggeflogen waren, habe ich dann beschlossen, das nochmal umzuschreiben. Also wie gesagt, alles, was ihr wiederhaben wollt, nicht im Containerlager. Alles, was ich jetzt hier gezeigt habe, habe ich vom Prinzip her auch schon vorbereitet als Blogbeitrag. Wird die nächsten Tage vielleicht das mit auf die Webseite schieben. Gut. Dann? Ja, ich habe da glaube ich noch einen Account. Mach ich.